Hallo zusammen, ich bin der Chibo und ich präsentiere euch heute mal hier bei Gameladen den Goat Simulator, ja. Und wie ihr seht, bei Goat Simulator geht's richtig ab, ne. Man kann richtig ausrasten hier als Ziege so, ne. Also, und auch die anderen wegtreten da, biges Combo. Und das ist auch das, worum es eigentlich am meisten geht in diesem Spiel. Ja, möglichst viele Kombos, möglichst viele Punkte hinzubekommen oder auch Achievements zu schaffen, natürlich, ne. Wie zum Beispiel, ich gehe mal kurz hier rauf, so la 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 la, diese Musik, ne, die macht einen irgendwann so richtig wahnsinnig. Wenn man den jetzt berührt hier, so, dann rollt er hier runter, ja, und dann wird das für manche hier ein ganz schlimmes Festival. Nein, das ist ein riesiger Stein. Pff, Party Crasher, oh yeah. Wenn ihr F drückt, könnt ihr in die Slow-Mo wechseln. Ja, um dann noch gezielter eure Opfer anzuspringen hier. Bam! Ja. Und um für noch mehr Chaos zu sorgen einfach. Und wie ihr seht, da unten, da multipliziert sich der Super Stacker. Oh, oh, jetzt habe ich eine Rakete genommen. Nein, nein. Oh, oh, dann explodiere ich auch noch. Was geht ab, Mann? So, schnell wieder aufstehen. Ach so, ich bin noch in der Slow-Mo. Ja, da darf ich mich nicht wundern, wenn die nicht so schnell aufstehen, die Ziege, ne? Aua, aua, aua. Komm, steh auf. Einfach Q drücken, dann steht die auf, die alte Ziege. Mal gucken, ob wir hier noch so viel Unsinn machen können. Jump over an obstacle habe ich completed. Nein, das ist ja schön und nett von denen. Komm, hier ist ein Trampolin, hier geht's richtig ab. Brrr, yeah. Okay, das kann ich auch kaputt machen. Und ich kann ja noch an Sachen lecken. Dann kann ich die wegziehen. Oh, und so ein Auto natürlich nicht. Das kann ich nur in die Luft sprengen. Ja, zum Beispiel. Aber ich kann hier zum Beispiel da so einen Menschen. Da laufe ich mal drauf zu. So ganz gemütlich. Lalalalalalala. Ja, den kann ich dann anlecken und mitnehmen. Kann ich dann zum Beispiel hier einfach auf der Straße zehren, um Beweismittel zu vernichten. Ne? Während ich quasi einfach mal als Ziege hier angerannt komme. Oh, die oh, ich habe die Tankstelle zerstört. Aua. Ich wollte auch noch hier voll cool reinspringen und hier alles kaputt machen. Bam, bam, ja, richtig ausrasten als Ziege mal, ja. Einen Sinn hat dieses Spiel nicht, aber es ist auf jeden Fall cool, wie man hier so richtig schön alles kaputt treten kann und einfach mal seinem Willen, eine Ziege zu sein, Nachdruck verleihen kann. Ne? Also, schaut's euch mal an, hier bei uns im Shop. Tschüss!